Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft. Hier im nass, kalten Nass, warm ist nass, ich weiß nicht. Was ist nass? Sind das Piranhas? Das sind Piranhas! Das sind Piranha-Ei dort unten. Nein! Du ist. Nee, das macht. Gut. Wenn die Piranhas jetzt. Wenn wir jetzt auf böse eingestellt hätten, würden die dich jetzt zerfleischen, Happy. Guck mal, der folgt dir schon. Wo ist Happy hin? Das ist eine Nuss. Komm jetzt hier. Ja. Du Klappspaten, bleib jetzt hier. Klappspaten vor allen Dingen. Bleib hier jetzt. So. Wir bringen Happy nach Hause. Und wenn es das Letzte ist, was wir tun. So. Wir machen eine Wette. Wenn Happy sollte jetzt sterben, bevor wir nach Hause gehen, ist das Let's Play zu Ende. Nein, das würde ich nie machen. Nee. Ich trinke mal einen Schluck Schokolade. Es ist göttlich. Es gibt in der Winterzeit nichts Besseres als eine heiße Schokolade. Da kann man hier sagen, was ihr wollt. An der Meinung kann man nicht rütteln. Zack. Lalala. Mich würde interessieren, ob man mit Happy teleporten kann. Ne, wenn man Happy auf dem Koffer, ob man da teleporten kann oder ob die dann in Sofengarde quasi zurückbleibt. Das würde mich interessieren. Weil ich würde jetzt erstmal gerne nach Hause schaffen, bevor wir irgendwie weiter anfangen zu bauen und so. Ich würde die schon gerne erstmal nach Hause bringen. Sicher nach Hause bringen. Da ist unser Huni dann auch nicht mehr so einsam, was wir zu Hause haben, ne? Das ist Sunny. Das ist schon nicht schlecht. Dr. Zarks, More Creatures Mod. Ich glaube sogar genau hier sind wir. Naja, vielleicht dort in der Kurve sind wir irgendwie hier rübergekommen, ne? Na, wir sind eigentlich auf einem guten Weg. Wir müssten so oder so an den Mauern von Sofengarde rauskommen. Das ist total geil. Vor die fetten Mauern hingebaut. Ist viel Stein verbraten. Mega viel Stein verbraten. Aber es lohnt sich. Es hat sich gelohnt. Die Stadt ist sehr gut geworden. Wir müssen halt bloß noch die ganzen Häuser hochziehen. Oh Gott, das wird auch lustig. Und ich will noch den Weg auf Screen, mache ich den Weg heute noch, vielleicht noch weiter heute Abend, dann mal gucken. Na, bestimmt. Oh, warte mal, hier kommen wir schon wieder in ein Gebiet, was... Ja, mit den Bäumen, das war ja auch in der Nähe von Sofengarde. Mal... Müssten eigentlich, wenn das, wenn ich nach den Bäumen so bitte gehe, gleich da sein, ne? Eine Maus. Reiß aus, du kleine Maus. Eine Rehmutter mit dem Rehkitz, okay. Lalala. Ups. Na, sehen wir es in der Pfanne endlich mal. Ich möchte Happy jetzt nicht nochmal absetzen. Lava-Pool. Wir sind richtig, weil das kenne ich nämlich auch. Das Bio. Allerdings müssen wir weiter links, würde ich vermuten. Nee, dahinter ist es. Genau dahinter. Müsste so von gerade sein. Stimmt. Wir sind, als wir herzugekommen sind, also die andere Richtung, sind wir, glaube ich, durch das Bio durch. Ja, da ist die Stadtmauer von Sofengarde. Wir sind zu Hause. Juhu. Jetzt wird es natürlich ein bisschen voll ans Mikro gekommen, entschuldigt. Habe ich eine Fackel hier? Nö, habe ich nicht. Dann laufe ich mal lieber schneller. Es ist doch eine Last. Happy. Happy, weißt du was? Du hältst mal kurz dort aus. Ich gehe schnell schlafen. Ich nutze das kurz, dass Happy sich gar nicht bewegen kann. Kannst du das mal lassen? Den muss aber immer wieder... Hallo? Happy, kannst du das mal lassen? Oh, Dankeschön.
Es ist so nervtötend. Haha, erwischt. Habe ich doch, oder? Ja, gut. Erstmal gucken, ob ich mich wirklich erwischt habe. Wie komme ich jetzt da rein? Ich habe es extra so gebaut, dass man eigentlich nicht reinkommt. Von. Doch, man kommt, wir kommen hinten rein. Alles klar. Es gibt noch das Seitentor, da kommen wir rein. Du musst irgendwie hinkommen. Aber wenn wir auf die Bäume drauf hopsen, können wir vielleicht auch gleich hier reinjumpen. Mal schauen. Ich würde gerne jetzt gucken, wie die Flügel und das Zeug so geht, ne? Weil ich das echt cool finde. Da können wir definitiv von hier reinjumpen. Ach guck mal, das schaffen wir. Das schaffen wir. Wer ist wieder in so einem Garten? Wow! Geschafft. So, jetzt gucken wir mal, wie es mit den Teleporten aussieht. Ob Happy sagt, ja, ich mag Teleporten oder nein, ich hasse Teleport. Das wird sich jetzt zeigen. Zuletzt verbindet sich unsere DNA durch den Teleport. Da kriege ich dann so große Hasenohren. Das wäre irgendwie lustig. Hier ist Wasser, ist nicht so gut. Lalala. So. Ja, ich hätte auch vielleicht sogar noch eine Idee für den Server dann, eventuell. Ne? Und zwar wie eine Art Auktionshaus, dass man sagt, okay, ihr könnt halt Zeug droppen von Monstern auch, ne? Das will ich mal kurz noch erzählen, bevor wir jetzt teleporten. Ihr könnt halt, wenn ihr von Monstern Zeug droppt oder ihr euch ein einfaches Schwert und so kauft, ihr levelt ja auch, ne? Ihr kriegt ja auch Level, dass ihr sagt, okay, ich verzauber jetzt bei der Magiergilde mal mein Schwert oder mein Zauberstab, ne? Und dann könnt ihr sagen, okay, ach, ist jetzt gut und dann halt vielleicht irgendwann habt ihr was Besseres, sagt ihr, okay, ist jetzt schade um das Item, ich stelle es ins Auktionshaus, verkaufe es, vielleicht kauft es irgendein anderer Spieler ab. Ne? Dass man so Auktionshaus und so haben, das fände ich irgendwie geil. So, jetzt gucken wir mal, ob es klappt. Auf nach Sanctuary. Und Hoppel. Er ist nicht mehr auf unserem Kopf. Hoppel ist weg. Hoppel. Sag mal, Hoppel. Happy, bleib jetzt hier. Es tut mir leid, Happy. Aber. Also bleibt uns eigentlich nur eine Möglichkeit, entweder laufen, was, oh Gott, nein, das geht nicht. Das kann man nicht machen, ich kann nicht laufen, das ist übel. Oh Gott. Boah, laufen ist heftig, Freunde, laufen ist richtig heftig. Laufen ist richtig heftig. Die Strecke und Eisenbahnfahren geht ja jetzt auch so in die... Da kann die auch nicht mit rein, weil ich Rechtsklick machen müsste. Und dann würde Hoppel automatisch. Hoppel. Dann würde. Sag ich Sunny, meine ich bin verwirrt. Dann würde natürlich Happy automatisch runtergesetzt. Aber ich habe gerade eine neue Idee gehabt. Hier ist. Produktion. Von Alkohol. Aus dem Hirschen und so und alles drum und dran. Ich weiß nicht, was das Karotten machen, die hier irgendwie. Karottenschnaps oder keine Ahnung. Und wir könnten Happy ja derweil hier in der Fabrik lassen. Ja? Also einmal mit hier rum, aber wir haben leider noch kein anderes Gebäude, was jetzt fertig wäre, wo wir sagen können, okay, da kann Happy dabei bleiben. Wo ist Happy hin? Happy? Happy. Ja, wir müssen mal gucken, wann wir Happy... Da, schnell raus. Happy, ist mir leid. Das ist so Depri, das tut mir so leid. Das ist die Hälfte seines Lebens, oh, das ist voll Depri. Aber wir können leider nicht. Ja, ich weiß. Oh, das ist. Happy, komm raus. Komm raus. Na, du komm. Ja, komm raus. Los. Sovngarde ist jetzt dein Zuhause. Du darfst rumhopseln, wo du bist. Kommst du jetzt her? Kommst du jetzt? Hallo? Hallo? Das ist falsch am Brandparcours für den Kleinen hier. Komm her. So. Wir lassen. Ich meine, eine Mauer ist ringsrum. Wir lassen Happy einfach in Sovngarde. Du passt fein auf die Stadt auf. Du passt auf die Stadt. Problem ist, ich habe was vergessen. Das ganze Ding ist unter Höhle. Ach ja. Happy, hier ist Ausgang, falls du raus bist. Happy hopst jetzt hier unten. Es ist noch Mobbing. Happy, es tut mir so leid.
wenn da irgendwie große Spinnen sind, ne, so metergroße Spinnen, renn, lauf, weg, ganz schnell. Es gibt ja viele Monster. Sphaxis, aber ne, die waren nicht so groß. Also Sphaxis sind zum Beispiel eine kleine Spinnart, die ich schon als Monster etabliert habe. Die werden aber nicht so groß. Die werden nicht so groß. So, jetzt gehen wir erstmal vor, holen uns ein bisschen Holz. Achso, ich würde vielleicht doch erstmal zurück und das Zeug wegpacken. Und wir können mal kurz bei Tinkers gucken, wegen, ihr wisst schon. Wegen ihr Flügel und so. Ne? Ich will nicht doppelt jumpen, porten. Aua. Das kostet übrigens sogar, ich habe das so ein bisschen gemerkt, ich denke, es hängt zusammen. Dieses Porten, das Teleporten kostet Nahrung, also ne, Energie. Keine Ahnung, ob das irgendwie so irgendwas Standard berechnet, was man Energie verbraucht hätte für die Strecke dann dementsprechend. Das wäre aber cool. Das wäre wirklich cool, wenn es so wäre. Immer noch den Light Shader drinnen noch nicht vergessen. Sieht aber gut aus. Trotzdem recht helle, recht freundlich. Ich find's okay. Kann man machen. So, wir packen erstmal das gute Zeug weg. Also auf dem Server werdet ihr nicht in das Haus reinkommen, sage ich jetzt schon. Ne? Die Türen sind zu und da werde ich das auch so über ein Plugin machen, denke ich. Ich glaube, das geht. Dass wirklich nur ausgewählte Personen rein können. Ich zum Beispiel halt. Mal gucken. Ne? Aber allgemein habt ihr natürlich dann die ganze Welt hier, wo ihr erkunden könnt, wo ihr spielen könnt. Achso, nein, die Waffen tue ich erstmal hier rein. Die Waffen kommen hier rein. Wir haben hier schon einige Waffen, ne? Gefunden, ne? Jetzt immer Ragnaroks. Es ist so geil. Mega cool eigentlich. Mega cool. Okay. Hilfe, häng fest. Was haben wir jetzt noch? Also Gold, Vorsichtlinge, okay. La, 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 la. Kein Platz. Holz habe ich eigentlich dort gelassen, ne? Nee, habe ich nicht. Aha, ich habe noch was. Kirsche. Ich glaube, 8 waren es, ne? Jawohl. Gut. Meh. Ach so, hier haben wir ein bisschen eine größere Kiste. So. Einfach jetzt ist die Überbrückung ein bisschen, ne? Okay, dann gehen wir hier runter. Lalala. Lala. Lalala. Hab ich das schwarze Buch? Hab ich das mit? Das schwarze. Buch. Hab das irgendwo gesehen? Wo habe ich denn das gesehen? Warte mal. Ist das hier? Ja, hier ist es. Ist das hier mit drinne? Rezepte. La 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 la. Okay, nee, mehr geht hier nicht. Ich meine, es ist hier drin. Mhm. Was ist das? Slime Crystal. Auch cool. Ah, hier haben wir was. Tool Station. Ja, das ist das auch zum Erweitern halt. Mhm. Das ist klar. Mal so ein Schwert könnte man es eigentlich immer machen, ne? So ein Standardschwert halt. Aber wozu eigentlich? Okay. Haben wir eigentlich keine Monster an? Okay. Gibt's ganz schön viel dran. Okay, mehr geht hier nicht. Ist es echt im Anfangsbuch? Armor Modifies. Ach doch, hier. Okay. Normal. Hier haben wir jetzt schon mal das erste. Mit Slime-Zeugs.
Weil wie das fließt. Das ist halt cool. Also mit dem kriegt man das und dann das und das kriegt man das. Bounce Pad. Okay. Dutch, okay. Ha, eine Gasträne. Ist ja eigentlich kein Problem, eine Gasträne, ne? Die kriegt man ja. Die können wir uns ja holen. Hier. Free Fall Air. Das hier, ne? Das hier. Da brauchen wir zuerst. Das dazu nehme ich an. So Free Fall. Okay. Kriegt man eigentlich hin. Die Gasträne, wie gesagt, das können wir uns holen. Traveler. Da haben wir einen höheren Jump. Das wäre echt cool. Übers Wasser laufen, nehme ich mal an. Brauchen wir aber nicht unbedingt. Das brauchen wir nicht unbedingt. Mit Mega Jump oder was? Das wäre geil. Okay, das müssen wir mal testen. Okay, für die Flügel. Eine Gasträne und einen Kolben. Und den Kolben. Ging denn der Kolben? Haben wir denn noch irgendwo was rumliegen? Wir haben doch überall irgendwo noch was rumfliegen hier. Ich gucke jetzt mal die Kisten durch. Haben wir hier noch irgendwas, was wir brauchen könnten? Sieht eher schlecht aus. Obwohl, warte mal. Nee, sah besser aus. Okay. Wir gehen mal kurz umgucken in die Kisten. In die Ramschkisten. Hier liegen da irgendwo schon irgendwo Kolben rum. Nee, da nicht. Hier eventuell. Ach, guck mal, Enderperle haben wir auch. Ach krass, wir haben Enderperlen. Wo sind die her? Ach stimmt, am Anfang hatten wir ja mal kurzzeitig um Monster an. Ah, stimmt. Halb vergessen. Kein Kolben. Nö. Nee. Na gut. Kurz gucken. Kolben. Nein. Okay, ein Eisen, ein Redstone, Stein und Holz. Das machen wir jetzt mal kurz. Bevor wir jetzt anfangen zu bauen in den nächsten Folgen, machen wir uns mal ein bisschen Ausrüstung. Nein, machen wir uns mal ein bisschen Ausrüstung. Ist ja auch nicht verkehrt. So, ich denke, das wird reichen. Okay. Warte mal. Holz, okay. Stein eher nicht so. Aber wir haben ja noch in unserem Lager was. Es sliden nach unten. Lalalalalalala. Ich nehme mal 20 mit. Okay. Also, einen Kolben brauchen. Das wäre so, ne? Wenn ich mich gleich noch recht erinnere hier. Jawohl. Wo ist das Buch hin? Ja. Okay. Lalala. Eine Gasträne und das Free Fall hätten wir dann. Toolstation. Ach, wollen wir eine Toolstation machen? Das verstehe ich noch nicht ganz, wie das hier funktionieren soll. Ein Schleimblock. Ein blauer Schleimblock. Woher kriegen wir einen blauen Schleimblock? Warte mal, hä? Woher kriegen wir einen Schleimblock? Das wird grün. Und wie kriege ich blauen? Hä?
Das ist grün und lila. Auch starter violetter. Wir haben ja hier ein, ja, das ist ja blau. Oh, jetzt muss ich mal die Bücher durchgucken. Ist hier irgendwo blauer Schleim? Hier ist bloß das mit den. Hier ist bloß das mit den Werkzeugen. Das ist nicht hilfreich. Eventuell das nochmal. Hier vielleicht. Nein. Zeugteilbauer. Hm. Ach so, hier eine Gasträne rein, da das rein und dann. Aha. Wenn ich das richtig verstehe, ne? Da das, Toolstation. Dann kriegst du dieses Standardding. Ne? Wenn du das Standardding hast, gehst du ins Normale und packst. Nee, das ist sehr was Verschiedenes. Das ist was und das hier ist was. Nur dieser blaue Schleimpatzen, ist es der lila oder kann ich da irgendeinen nehmen? Wir holen uns mal eben eine Gasträne. Wir testen das jetzt mal. Moment. Eine Gasträne. Ist die hier irgendwo? Hier, eine Gasträne. Okay. Da. Der Kolben. Nein. So, wir brauchen jetzt noch den Schleim. Ich nehme mal beiden Schleim, weil ich keinen Plan habe. Welcher? Ich hoffe, es ist einer von beiden. Das wäre echt gut. Das ist nicht, aber wie kriege ich den blauen? Ich verstehe es nicht. Schleim. Ach ja, guck mal. Statt der blauer Schleim. Ach nee. Wie kriege ich das? Ach was. Ich will nicht wissen, was ich denn machen kann. Ich will wissen, woher ich den kriege. Da kann man das und das rauskriegen. Wenn ich aber den grün kaputt mache, kriege ich nur die vier grün. Verflüssigter Schleim. Kann ich daraus denn irgendwas machen? Kannst du mir irgendwas anzeigen mal? Schleimkanal. Den kann man herstellen. Dann random irgendwelche Schleime zusammenpackt. Den nur diesen scheiß S-Bahn-Schleim. Wir könnten maximal versuchen. Wir können es versuchen. Wir gehen mal in irgendeine Ecke. Ich lasse das jetzt mal kurz hier so. Kann ich aus dem hier nicht irgendwie, irgendwas, irgendwo, irgendwann? Hier, mach daraus was Festes jetzt. Das ist ja blau. Aber wenn ich dann nur aus den hier machen kann. Bricht man im Prinzip Bäume. Ne? Und müssten.
Die Blätter. Warten, bis die Blätter abgeerntet sind. Wir gehen mal. Habe ich noch Knochen? Warte mal, Knochenmehl. Alles 1, 1, 1. Ich hab's geahnt. Knochenmehl habe ich jetzt nicht mehr, ne? Ne, das ist Schnee. Knochen, Kreide, verdammt. Gerade fängt es wieder an, in einem zu hapern, ne? Das ist schon doof. Okay, maximal gucken, ob das hier wächst. Setzen wir mal dort irgendwo hin. Ne, so einen kleinen Schleim. Ja, dann gucken wir mal. Ob das so hin. Wir setzen den mal hier rein. Hier so rein. Bup. Wir müssen warten, gucken, ob er wächst. Wenn er wächst, dann können wir von den Blättern uns das theoretisch abernten. Theoretisch jedenfalls. Praktisch weiß ich das noch nicht. Warum geht das gerade nur mit dem Blauen? Es ist so doof. Der geht, die Schuhe gehen mit den Grünen. Die Schuhe gehen mit den Grünen. Grün? Das? Das drinne. Es geht nicht. Hä, ich verstehe es nicht. Es steht ja auch nichts dazu. Es steht gar nichts dazu. Travel. Ich will ja nicht das hier. Ich will ja das. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber es sieht cool aus. Warte mal. Travel. Hier ist das Traveler-Zeugs. High Jump. Guck mal, so geht das. Traveler Wings, High Jump. Also das ist was ganz anderes als das, was... Hä? Ich verstehe es nicht. Okay. Kommando zurück. Guck mal, die Goldbahn reichen sogar. Wir hätten sogar alles da. Gerade jetzt spontan. Ich habe die Enderperlen. Sind das Enderperlen oder Enderaugen? Enderperle. Ach cool. Okay. Dann würde ich sagen. Ach cool, schneit schon wieder. Schön. Ich glaube, ich werde vielleicht ablenken mich, ne? Wir machen das mal kurz. Warte mal. Das hier. Ah, okay. Nur oben kann das Gold sein. Und dann muss entweder Bronze, also irgendeine Art von Bronze muss dann. Ah, okay. Das müssen wir mal unten in den Keller gucken. Da haben wir bestimmt noch was. Die Schuhe gehen auch ganz anders. Das Buch ist, das ist verwirrend. Das Buch ist weg. Ich gucke lieber hier. Gleich hier direkt. Ich glaube, da kommen wir besser. Buch, du bist doof. Vielleicht können wir das dann maximal noch upgraden mit dem Zeug. Ich behalte das Buch mal kurz. Ja, so, jetzt gucken wir hier. Kupfer. Ne, Bronze war es, ne? Was, Bronze? Jo, Bronzebahn. Natürlich haben wir keinen dabei. Es ist ja, ist klar, ne? Ich könnte ja dann später vielleicht einfach mal, wenn ich offscreen auf die Suche gehe. Ich könnte mal auf. Jetzt sollte mal das Z rein, Mensch. Bronze. Es gibt sehr viel mit Bronze. Mit geschmolzener Bronze. Irgendwie cool. Tinker's Construction. Wisst ihr, was gerade komisch ist?
Es gibt hier kein Grunderz von Bronze. Was ist Custom? Das verwundert mich jetzt gerade ein bisschen. Was ist denn der Grundrohstoff von Bronze? Geschmolzene Bronze. Das muss man ja erstmal schmelzen, aber was, ne? Ist das eine Mischung? Ist Bronze eine Mischung? Wäre das hier mit drin? Nee, ne? Nee, nee. Ist Bronze eine Mischung? Rezepte? Bronze made from copper and tin. Okay, das ist natürlich ganz geil. Was war denn Tin? Was ist denn Tin? Handy? Ist nicht hier. Tin. Tin ist Kupfer. Okay. Sekunde, ich guck nochmal nach. Ein Tin und drei Kupfer. Halt. Kupfer ist Kupfer, oder? Ja, es ist ja hier. Hä? Tin. Ist Tin. Jetzt verhaue ich mich gerade total. Wisst ihr was? Ich guck da gleich mal offscreen einfach nach. Oh, hier haben wir noch was drin. Packen wir das gleich mal hier rein. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Ich gucke jetzt gleich erstmal, wie das funktioniert und was das genau jetzt ist, Tin und Copper. Aber wir können Bronze herstellen. Das heißt, es sollte eigentlich kein Problem sein. Also, ja, das können wir eigentlich wieder weghauen hier. Die Gasträne, warte, das machen wir gleich noch zusammen. So. Und die Gasträne. Tschüss. So, brauchen wir nicht. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.